Alles wegen der Krise. Es gibt keine Krise. Was? Es gibt keine Krise. Hören Sie mal, wo man hinsieht. Wo ich in einer Zaubershow hinsehe, sehe ich eine zersägte Jungfrau. Ich habe noch nie eine zersägte Jungfrau gesehen. Sie meinen, wer den großen Krisentrick beherrscht, der wird daran verdienen? Das ist in der Zauberei nachgewiesen. Denn ein Trick, der sich amortisiert, der ist so teuer, dass ich den ein armer Magier gar nicht kaufen kann. Bitte, wenn Sie Krisen schon leugnen. Haben Sie ja nicht manchmal Angst vor Arbeitslosigkeit? Aber im Beruf bin ich arbeitslos, ich bin Meinungs- Sie gerade eine sehr interessante Sendung. Wie kommt es zu den wundersamen Familien? Spötterklassik Folge 4. Nina ist extra aus München hergekommen. Schau dir mal diese beiden da an. Das ist ein echtes Duo, Schneider Hildebrand. Wunderbar. Ja. Die tolerieren sich, die mögen sich, das ist unübersehbar. Die hören sich zu. Schau mal, was die für eine Freude beim Zusammenspiel haben. Herr Luis, es tut mir leid, Sie zu stören, aber ich habe ein langes Gespräch mit Onkel Willi hinter mir. Und Sie haben es unverletzt überstanden? Schauen Sie mal, diese Fernbedienung hier, die habe ich für 28 Mark bekommen. Damit kann ich unter Wasser, in der Badewanne ein- und ausschalten und SMS-News mailen. Stimmt's? Ich möchte mich entschuldigen. Ich kann nachfühlen, wie furchtbar dieser Tag für Sie gewesen sein muss. Furchtbar war der Tag, an dem ich eine Hornisse in die linke Arschbacke gestochen hat. Und der Tag, an dem der Frost 7 Flaschen Whisky in der Garage zerrissen hat. Heute, das war so wie die Verteidigung von Berlin. Möchtest du vielleicht eine Tasse Tee? Ja, mit Wasser bis oben. Und einem eigenen Teebeutel. Und rum! Danke, nein. Ich weiß, Onkel Willi ist manchmal ein wenig extrem. Manchmal ist überhaupt gar kein Ausdruck. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Menschen kennengelernt, der sich so übertreibt wie er. Ich kriege seine Stimme nicht mehr aus den Ohren. Wie ich nach Hause gefahren bin, habe ich das Radio angeschaltet. Ich habe nur ihn gehört. Debatte im Bundestag, er hat gesprochen. Werbespot für Babywindeln, er war die Windel. Ich habe gezwitscht und er hat den Troubadour gesungen. Herr Luis, der Regisseur hat angerufen. Er möchte Sie und Willi am Montag im Studio sehen. Wozu? Wollen Sie noch ein Menschenleben ruinieren? Es ist ein guter Regisseur. Er möchte die Szene probieren im Studio. Er ist routiniert und geduldig. Glauben Sie mir. Was ist für eine zweite Chance nötig? Ein neues Gesetz. Zwei Bodyguards für mich. Und einen Irrenwärter für ihn. Es war schon vor 8 Jahren schwer, mit ihm zusammenzuarbeiten. Jetzt ist es Selbstmord. Herr Luis, er würde es selber nie zugeben, aber danke. Er braucht diese Rolle mehr als Sie. Es wäre so wichtig für ihn. Weniger finanziell. Es geht um sein Ego. Für ihn geht es darum, dass ihn überhaupt noch jemand haben will. Er hat keine Chance. Ein Mensch, der am liebsten jeden zusammenschlagen würde, der nicht seiner Meinung ist. Es war ein Versuch. Danke für Ihre Geduld. Mir tut's nur leid für das junge Publikum, das Sie beide nie gesehen hat. Wie auch immer, es wäre unendlich schade, wenn Sie als der Überlegtere, als der Beherrschtere aufgeben würden. Wie wäre es, wenn ich zu einem Essen einlade? Ganz locker. Sie, Ihre Tochter, Onkel Willi und ich. Ein Lokal Ihrer Wahl. Auch das können Sie doch machen. Ganz unverbindlich. Wenn es wieder nicht geht, dann sagen wir uns Lebewohl. Ja? Sie dürfen nicht bezahlen. Er muss zahlen. Das ist doch völlig nebensächlich, wer zahlt. Niemand soll zu etwas überredet werden, was er nicht wirklich will. Aber die Bavaria hofft so sehr, dass ihr euch einigt. Und ich habe dir doch erzählt, wie stolz Zidane wäre, wenn du in einem Film für Kinder mitspielen würdest. Da könnte er denn zu seinen Mitschülern sagen, das ist mein Opa. Ich sage das nicht, um irgendeinen Druck auszuüben, aber man kann dieses Paar dem jungen Publikum doch nicht vorenthalten. Triff du die Entscheidung. Ich akzeptiere sie. Ich sag ja. Na ja, dann ist es ja klar. Kein
kein Essen. Messer und Gabel, zu gefährlich. Sagen Sie Ihrem Onkel, ich erwarte ihn am Montag im Studio. Danke. Ja, lass mich in Ruhe. Ich muss jetzt eine entscheidende Sendung sehen. Hier, Brennpunkt. Neueste Meldung. Riester wird Rentner. Was?